Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach lecker kochen mit Tom. Heute gibt es mal wieder einen leckeren Eintopf. Ich mache euch heute einen Schwarzkohl-Eintopf mit ein bisschen Pinke. Und der Schwarzkohl, sagt euch vielleicht nicht so viel, ist so was Ähnliches wie der Grünkohl oder der Braunkohl. Und eigentlich ist der Schwarzkohl mehr so im südlichen Lande beheimatet, also Italien. Und heute gibt es bei mir, wie gesagt, einen Schwarzkohl-Eintopf. Die Zutaten seht ihr hier gerade im Bild. Ich zeige sie euch dann aber auch nochmal im Abspann und auch in der Infobox findet ihr das auch nochmal. Also, legen wir mal los. So, den Schwarzkohl haben wir jetzt erstmal befreit von den Wurzeln, also von dem Grundstrunk hier unten. Und jetzt haben wir ihn mit klarem Wasser abgewaschen. Ein nächster Schritt ist, dass wir unseren Schwarzkohl in kleine Stücken schneiden. So, als nächster Schritt geben wir ein, zwei Stücken Butter in einen großen Topf und eine Mischung aus Butter und Öl. Das lassen wir jetzt anheizen. Darin schmoren wir jetzt klein geschnittene rote Zwiebeln an. Und auf unsere angeschmorten Zwiebeln geben wir dann unseren Schwarzkohl. Und lassen den jetzt schön hier drin mitdünsten, bis er schön zerfällt bzw. kleiner wird. Da ein Eintopf alleine nur mit Schwarzkohl und Zwiebeln, denke ich mal, nicht so wenig das Wahre sein wird, habe ich jetzt hier noch Kartoffeln, Zucchini und Staudensellerie, die brate ich jetzt auch nochmal in dem gleichen Topf nochmal an. Den Schwarzkohl habe ich kurz separiert und das Ganze löschen wir dann mit Brühe ab und würzen es anschließend. Ich gebe jetzt einen gestrichenen Esslöffel Bio-Brühe über das Gemüse hier. Und lösche das Ganze dann kurz ab. Wir geben hier zusätzlich noch etwas Salz hinzu. Pfeffer. Ein bisschen Majoran. Thymian sowie etwas Kreuzkümmel. Weiterhin kommt eine Prise Isop hinzu. Das sind die Gewürze von Hildegard von Bingen und eine Prise Galgant. Kurz aufkochen lassen. Und wenn es dann kurz aufgekocht ist, geben wir es auf kleine Flamme, lassen es ein bisschen simmern und geben dann unseren Schwarzkohl hinzu, den wir ja vorher separiert haben. So, unser Schwarzkohl köchelt so vor sich hin. Und das Ganze könnte natürlich jetzt eine vegetarische Variante sein. Ich liebe es aber ganz gerne mit ein paar leckeren Knackern. Und deshalb geben wir jetzt gleich noch ein paar kleine Stücke von der Knacker hinzu. Also nicht nur als Nicht-Vegetarier machen so ein paar
Würstchen in einem Eintopf doch einen besonderen Geschmack nochmal. Und deshalb kommen hier nochmal diese Knacker rein. Und die geben dem Ganzen wirklich nochmal eine deftige Note. Und dann lassen wir das Ganze jetzt hier noch ein wenig ziehen. So, Freunde, der Schwarzkohleintopf hat jetzt über Nacht gestanden. Und bei Schwarzkohl sagt man ja, oder bei Grünkohl allgemein, eine Nacht ziehen lassen, schmeckt noch besser. So, ich gebe jetzt unserem Schwarzkopf-Eintopf ein bisschen frische Petersilie hinzu noch. Und dann verrühren wir das Ganze nochmal. Sieht doch wunderbar aus, oder? So, und dann geben wir es auf unsere Teller. Dazu gibt es ein gutes Graubrot.